Und weiter geht's. Ich bin gerade schon das erste Mal wieder ins Feuer gekommen hier. Ich bin jetzt nur hier vorgegangen, habe gerade festgestellt, wir können diese Dinger auch ein Stück nach vorne schieben. Allerdings nicht allzu weit. Und damit weiß ich auch nicht, ob uns das wirklich was bringt. Okay, das kann man offenbar noch ein Stück weiter schieben. Ich renne jetzt einfach mal rüber in der nächsten Pause. So. Das Komische ist, man kann sich nicht mal... Jetzt wollte ich gerade mit dem Finger drauf zeigen. Hier dieser Balken, der hier drüben ist, rechts daneben. Man kann sich nicht mal dort dahinter verstecken, selbst jetzt nicht. Sondern wird sofort getroffen und in Flammen gesetzt. So, wir gucken mal kurz, was hier eigentlich Phase ist. Das Blöde ist, wir müssen hier drüben irgendwie in der Mitte lang, ne? Ich probiere es jetzt einfach mal. Komm, 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 komm. Kann ich hier irgendwas in Stasis setzen? Scheiße. Schlecht. Renn. Renn einfach. Was? Wieso? Warum? Was ist denn? Was? Na, aber nicht doch. Zuck noch ein bisschen, Isaac. Was war das denn? Woran ist er denn jetzt gestorben, genau? Man weiß es nicht so richtig, ne? Aber es ist schön, dass wir gleich hier wieder einsetzen. So, ach so, wir sind unten, okay. Müssen wir noch hier öffnen? Ja, müssen wir noch. So, gerade eben waren Cutter, Plasma-Cutter-Muni war da drin. Das hat mir besser gefallen. Naja gut, was soll's. Ab nach oben mit uns. Und dann schauen wir mal. So, das kriegen wir noch hin irgendwie rum. Ich gucke jetzt lieber mal, wo genau wir hin müssen. So, erstmal das Ding, ein Stück nach vorne. Hier drüben lang? Ne, wir müssen dahin. Wie soll denn das gehen? Könnt ihr mir das verraten? Ach Leute, müsst ihr das denn immer so blöd formen? Es gibt Sachen, die sind ein bisschen, naja. So, da hinten ist aber offen, oder? Ich probiere jetzt mal da hinten hinzurennen. Lauf, Isaac! Ich weiß, wir werden jetzt getroffen, aber ich will da mal durch. Ich glaube, der Singularitätskern ist einfach zu heiß. Kann das sein? So, vielleicht müssen wir hier sogar... Wir müssen hier hin, das ist aber schön. So, dann öffne mal bitte. Ich weiß nicht, ob man da auch durchkommen kann, ohne getroffen zu werden. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. So, da wir jetzt aber so viel Impulsprojektile kriegen, wechsle ich doch auch mal auf die, würde ich sagen, oder? So. Ich glaube, ich muss mal ein paar von diesen blöden Ripper-Kriegen loswerden. Ich benutze das Scheißding sowieso nicht. Aha, schön. Moment, jetzt habe ich gerade nochmal Impulsprojektile aufnehmen können. Gerade eben ging es doch nicht. Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Naja, was soll's. Nochmal kurz hier gucken, ob der nachgeladen ist. Ja, ist er. Gut, okay, dann bleibt's dabei. Und wir schauen mal, was uns hier unten erwartet. Ob hier genauso großes Feuer machen ist oder nicht. Nee, das ist bloß oben. Schön. Aber ich vermute, hier gibt's Gegner. So, wohin? 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 Da. Gut. Dann da. Und jetzt davon. Hä? Was? Hier ist doch eine Glasscheibe. Und vor allen Dingen komme ich von da drüben. Was zur Hölle? Nee, ich soll gar nicht hier hin. Oh, ihr seid doch bescheuert. Warum macht ihr denn diese blöde Wegführung so? So ein Mist. Also es gibt Sachen in dem Spiel, die muss ich echt nicht verstehen. Wir sollen natürlich doch nach oben und uns den Singularitätskern schnappen. Die Frage ist, kann man das Ding mit Stase verlangsamen oder nicht? Es sah mir irgendwie nicht danach aus, hatte ich das Gefühl. Ich habe es versucht, aber es ging nicht. So, wir gucken jetzt aber erstmal, bis wohin das hier reicht, das Feuer. Okay. So, jetzt probiere ich es nochmal. Ach Mensch, Isaac, stell dich nicht so an. Alter, weißt du, du bist ein ganz schöner Penner. Du bist so ein richtiger Penner. Okay, neuer Versuch. Machen wir es ab jetzt so.
ich probiere es jetzt ein paar Mal und sobald es klappt, den Versuch nehme ich dann wieder in die Aufnahme rein. Alles andere fliegt jetzt raus ab sofort, okay? Also mache ich jetzt mal, ich probiere es jetzt erstmal einmal ohne Aufnahme und danach versuche ich mit jeder Aufnahme durchzukommen und die, die funktioniert, die nehme ich dann rein. Also bis gleich. Und die nächste Runde, wir versuchen es nochmal und ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich machen muss, obwohl ich gerade schon, muss ich gestehen, nachgeschaut habe, im Internet, was man hier genau machen soll. Es nervt mich an dem Spiel einfach, dass man solche Sachen hat, wo man einfach mal so hingeschmissen wird, so friss oder stirb mäßig und dann schauen soll, wie man klarkommt. So, irgendwie soll man sich mit den Dingern natürlich vorarbeiten, das war mir schon klar soweit, aber ja, wirklich vorarbeiten kann man hier sicher auch nicht damit. Und dann soll man irgendwo auf was Blau-Leuchtendes schießen. Ich weiß nicht, ob das hier gemeint ist. Das wahrscheinlich nicht gerade, aber da hinten sind ja auch solche Felder. Vielleicht kann man die irgendwie anschießen. Wir probieren es gleich mal. So. Nee, da kann man auf nichts schießen. Vielleicht meinten die auch, man soll... Ach! Blaue Felder, das sind Sicherungen, Gottverdammt. Schlaufüchse. Ja, verlasse dich auf Anleitungen von Leuten aus dem Internet und du bist verlassen. Oh ja, mir geht's so super, ich freue mich. So, das Blöde ist, wir schaffen das trotzdem nicht, ohne getroffen zu werden. So, wieder dahinter. Ach, fick dich doch, Isaac, Mann! Weißt du, du kannst mich echt mal am Arsch lecken. Diese Scheiße hier mit dir. Das schaffe ich nie. Kann ich gar nicht schaffen. Es geht nicht. Und man kann es übrigens auch nicht anhalten. Ja, ja. Ist mir jetzt egal. Geh halt sterben, du Arschloch. Ich hasse Isaac mittlerweile. Ganz ehrlich, ich hasse ihn. Nein, jetzt musste ich schon mein großes Medipack verbrauchen. Das heißt, wir haben jetzt keine Medipacks mehr. Ich hasse dieses Spiel. So, jetzt sind wir aber schon mal hier. Dann können wir auch den ganzen Kram einsammeln. Möchtest du es aufmachen, Isaac? Dankeschön. Und da wird man gleich wieder aggressiv. Da braucht man gar keine Feinde zu. Es geht auch ohne. Auch ohne Feinde kann man aggressiv werden. Ja, ja. War das nicht beim letzten Mal offen? Ja, war so, als hätte ich beim letzten Mal dieses Ding da geöffnet. Na gut, was soll's. Ach hier, hier drüben, alles klar. Gut, ich habe nichts gesagt. So, dann gehen wir mal nach oben. Und wieder rein in die Flammenhölle. Ich liebe es doch so sehr. Komm, mach dein Feuer, Mann. Lauf einfach. Ach, ja, beschäftige dich noch 3 Stunden lang damit, dich in den Flammen zu winden. Das macht es bestimmt besser, wenn du weiterkommen sollst. Arschloch. Das ist eine so kotzige Stelle, ganz ehrlich. Wer hat sich diese Scheiße ausgedacht? Das kannst du doch keinem anbieten. So, ja. Gut. Dann bewegen wir uns mal hier rüber damit. Ich finde auch super, wie sie alle schreiben. Stück für Stück vorarbeiten. Wieso geht das jetzt hier und auf der anderen Seite nicht? Na toll. Hätte ich das gewusst. So, das auch ausgeschaltet. Das kriegen wir gleich von hier aus. Was ist das jetzt? Oh, es kommt kein Feuer mehr. Ich bin begeistert. Wie gut, dass ich noch so viel Leben habe jetzt. Oder so viele Medipacks. Da bin ich ja so gut durchgekommen. Ach, leckt mich doch. Ist mir jetzt scheißegal. Ich schnapp mir jetzt diesen blöden Singularitätskern. Aus der Ferne geht nicht, also müssen wir tatsächlich ran. So, jetzt her mit dem Scheißding. Da haben wir es auch geschafft. Was? Ach so. Siehst du das? Hast du ihn? Oh mein Gott, du hast ihn! Genau das, was wir brauchen. Geh jetzt zum Crewdeck. Ja, toll. Roter Punkt. Jetzt weiß ich ganz genau Bescheid, wo ich hin muss. Ach, jetzt können wir hier nicht mehr durch. Gut, dann werden jetzt unten auch hoffentlich die Glasscherben kaputt... Hallo, jetzt noch? Lasst mich ganz.
die Glasdinger, die Scheiben, nicht Scherben, Scheiben meine ich, die werden doch jetzt bestimmt kaputt sein, oder? Muss ich mir Sorgen machen? Yay! Hier drüben sind wir noch zu, okay. Dann werden wir da wohl auch nicht mehr reinkommen. Hallo, geht's noch? Wo, wo, wo? Ach da. Oh. Ich habe versucht, sie anzufunken, aber mein Ton war aus. Sie haben den Singularitätskern. Kumpel? Kumpel? Oh! Oh! Yay! Ich glaube, Hammond hat's hinter sich. Also ich weiß nicht, wie ich da drauf komme, aber... Mir scheint doch so irgendwie. So, und der hat es jetzt auch hinter sich. Gibst du uns denn wenigstens irgendwas dafür? Oh, der lebt noch? Ich dachte, der ist tot. So, gleich nochmal Straße drauf. Auf den Bastard. Kumpel? Stase? So, mein Spiel hat aber gerade eine Stase erhalten, glaube ich. Magst du dann vielleicht... Ja, genau, dankeschön, genau das wollte ich. Oh nein, lad doch nicht nach, Mensch. Tot? Gott sei Dank. Mann, ich dachte beim ersten Mal schon, dass er... Ich habe die Vitalsignale von Hammond verloren. Ist er tot? Oh Gott. Jetzt gibt es nur noch uns einen. Das ist richtig. Ich dachte beim ersten Mal ja schon, dass er tot ist. Aber war wohl irgendwie nicht so. Tja. Tut mir leid, Kumpel. Hat nicht so gut geklappt, oder? Komme ich nämlich mit. Wir könnten Freunde sein, immer noch. So. Hey Hammond, ich bring dich mit, dann können wir hier noch zu... Wie heißt die Alte eigentlich? Ich hab's schon wieder vergessen. Dann kann sie sich davon überzeugen, dass du wirklich tot bist. Plapp, plapp, plapp. Ist irgendwas aufgegangen hier? Nein. Hier drüben kann man natürlich jetzt durch. Aber ich hatte ja gehofft, dass noch... Ja, geht schon los. Nee, ich hatte ja gehofft, dass hier jetzt noch so eine Kiste aufgegangen ist oder so, aber ist dann wohl doch nicht. Tja, dann ist jetzt eine von... Kritisches Versagen der Treibstoffeinhemmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Ist ja okay, geht ja schon los. Mach mal keinen Stress hier. Nee, da ist jetzt eine von drei Hauptpersonen im Prinzip gestorben. Mehr hat das Spiel ja nicht. Hier ist ja sonst keiner mehr. So, doch hier drüben ist noch... Kommen wir da ran? Kannst du das öffnen, Isaac? Ohne in Flammen aufzugehen? Isaac? Stasepack. Na super. Ich nehme das Ding gleich mal, damit wir ein bisschen Stase haben. Ach, das füllt es gleich komplett auf. Ich dachte mal, das ist bloß für eine Anwendung. So. Hier drüben liegt ein Energiekern rum, das ist in Ordnung. Dann rein damit und dann sollten wir ja schon direkt am Ausgang sein, kann das sein? Schauen wir doch mal. Ja doch nicht. Was will ich denn mit dem Hammond? Wow, ich mach dann mal die Tür zu, ne? Nein! Hammond! Nein! Das klingt irgendwie nicht gut. Ich dachte immer, in solchen Fällen sollte man sich nicht in Aufzügen befinden.